Schweden noch so ist, wie man es sich vorstellt, dort ist Dalarna. Wälder, Seen, Flüsse, rotbemalte Holzhäuser, endlose Blumenwiesen. Anna Dahlgren lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern auf einem Hof in der Nähe der kleinen Stadt Elfdalen, im Herzen Dalarnas. Jedes Jahr im Sommer fährt sie für 3 Monate auf eine Alm, die etwa 150 Kilometer nördlich liegt. Es ist eine jahrhundertealte Tradition in Dalarna, die Sommermonate auf einer Alm zu verbringen. Die Tiere werden mitgenommen, damit das Gras zu Hause im Tal wieder wachsen kann. Im Herbst wird es abgemäht und als Futter für den Winter aufbewahrt. Der Transport der Schafe auf die Alm muss gut vorbereitet sein. Es ist ziemlich warm draußen, deshalb müssen wir früh am Morgen losfahren. Sonst wird es für die Tiere zu warm im Transporter. Das ist alles, was man berücksichtigen muss. Die Lämmer sind inzwischen ziemlich groß, sodass sie während der Fahrt nicht mehr zerdrückt werden. 9 Schafe muss Anna noch auf die Alm transportieren. Da die Tiere dort frei umherlaufen, bekommen sie Glocken umgebunden. Selbst die Bären, die es dort oben auch gibt, werden durch das Geläut verscheucht. Annas Mann Lars ist Waldinspektor. Dalarna ist eines der waldreichsten Gebiete Schwedens. Hier wachsen vor allem Kiefern. Der Baumbestand leidet nicht unter Umweltverschmutzung. Ein Teil der Bäume wurde von den Elchen beschädigt. Die Elche fressen an den Stämmen und brechen die Äste ab. Diese Bäume muss ich fällen. Ansonsten sieht es hier aber ganz gut aus. Heute arbeitet Lars im Wald von Erik Bolin. Ihm gehören 280 Hektar Wald, vor allem für die Holzproduktion. Ich will dir etwas helfen. Schön, wie nett von dir. Ja, ich habe meine Motorsäge dabei. Lars und Erik wollen hier für naturinteressierte Besucher einen Pfad anlegen. Das ist Teil eines Programms, das von der Regierung gefördert wird. Insgesamt sollen in Schweden 70 neue Naturpfade entstehen. Nachdem sie einige Stunden gearbeitet haben, machen die Männer Pause. Margareta ist die Frau von Erik, dem Waldbesitzer. Neben den beiden Männern aus dem Wald erwartet sie zum Abendessen auch Anna, die vor lauter Reisevorbereitungen keine Zeit zum Kochen hat. Zum Nachtisch gibt es Kalfdans. Es ist ein einfaches Rezept. Zunächst wird Rohmilch mit Eiern verrührt und mit Zimt abgeschmeckt. Die Rohmilch verleiht der Speise ihre besondere Note. Das ist die erste Milch, nachdem die Kuh gekalbt hat. Diese hier ist 2 Tage alt. Sie ist noch sehr dick. Melkt man die Kuh erst einige Tage nach dem Kalben, wird die Milch wieder dünner. Am Ende ist sie wie ganz normale Milch. Der Kalfdans wird so lange im Wasserbad gebacken, bis er fest geworden ist und die Haut sich bräunlich verfärbt. Zum Hauptgang gibt es Elchgulasch. Das Fleisch hat Margareta schon vor 4 Stunden eingelegt. Jetzt wird es scharf angebraten. Für den würzigen Geschmack gibt Margareta den Rest der Marinade, eine Fleischbouillon und grob gehackte Zwiebeln dazu. Das Fleisch schmeckt dann besser. Viele finden Elchfleisch langweilig und meinen, dass man nur Steaks daraus machen kann. Aber Elchfleisch muss nicht langweilig schmecken. Zum Beispiel mit Hilfe dieser Marinade. Da ist Speiseöl, Sojasauce, Zitronensaft, Rosmarin und etwas Knoblauch drin. So schmeckt das Elchfleisch wirklich sehr gut. Es bekommt einen interessanten, mal ganz anderen Geschmack. Ein Becher Crème fraîche rundet das Gericht ab. Jetzt muss das Gulasch etwa 1 Stunde auf kleiner Flamme köcheln und immer wieder umgerührt werden, damit es nicht anbrennt.
Bei Anna sind die Reisevorbereitungen im vollen Gange. Liv sucht nach ihrem Lieblingskuscheltier. Und Erik will nicht auf sein Märchenbuch verzichten. Anna hat alle Hände voll zu tun. Da auf der Alm die Versorgungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt sind, darf sie nichts vergessen. Zum Glück hat Anna beim Packen schon Routine. Es ist eine Tradition, die wir seit vielen Generationen haben. Wir gehen schon seit vielen hundert Jahren auf diese Alm. Ich gehöre der jüngsten Generation an. Aber schon meine Großmutter, mein Großvater und meine Urgroßeltern waren dort. Es ist eine reine Familienalm. Es ist ein Slektverbot. Bara Slekten som har. Das Elchgulasch ist fertig. Hey, komm mal. Das riecht aber lecker. Ich hoffe, es schmeckt auch. Ihr habt doch bestimmt Hunger. Hallo. Anna freut sich, heute noch mal so ein aufwendiges und feines Gericht wie Elchgulasch zu bekommen. In den nächsten 3 Monaten gibt es nur einfache, rustikale Kost. Denn auf der Alm kann sie nur auf ihrem kleinen Gaskocher oder über offenem Feuer kochen. Zum Gulasch werden Salzkartoffeln und Brokkoli gereicht. Der Kalfdans ist gelungen. Die Konsistenz erinnert an Crème Brûlée. Dazu gibt es die typisch skandinavischen Multebeeren. Zu jedem Essen kommen in Dorlana auch verschiedene Brotsorten und Butter auf den Tisch. Um die Mittsommerzeit sind die schwedischen Nächte kurz. Ganz dunkel wird es jetzt gar nicht. Die meisten Schweden nutzen die helle Jahreszeit. Auch Anna und Lars. Schon um 5 Uhr in der Frühe treiben sie die Schafe zusammen und locken sie für die Fahrt auf die Alm in den Transporter. Komm da! Wir haben schon 2 Fuhren gemacht, eine mit dem Pferd und eine größere mit Schafen. Alle Schafe auf einmal hätte ich nicht transportieren können. Zum Glück sind die Lämmer jetzt schon ziemlich groß. Sie sind in diesem Jahr sehr früh auf die Welt gekommen. Ihnen macht der Transport nichts mehr aus. Der halbe Hausstand geht mit auf die Reise. Schließlich soll es in der Sennhütte auch gemütlich sein. Lars hilft Anna zwar beim Einpacken, doch er muss heute noch mit Erik im Wald arbeiten. Am späten Abend reist er nach. Obwohl die Vorbereitungen aufreibend sind, würde Anna nicht auf die Monate in der Natur verzichten. Alle Menschen brauchen eine Auszeit. Dort oben auf der Alm steht die Zeit still. Dort scheint es keine Zeit zu geben. Für die Kinder und mich ist das wunderbar. Wir laufen den ganzen Sommer über barfuß herum. Wir haben keine Termine. Deshalb fahren wir dort auch hin. Wegen des Grases und wegen der Zeit. Es ist dort so wie vor 1000 Jahren. Während Anna und die Kinder auf die Alm fahren, geht ihre Freundin Margareta ins Backhaus. In fast jedem Ort in Dorlana gibt es eins. Es kann von allen Bewohnern benutzt werden. Hey, hier ist ja schon richtig was los. Ja, ich habe schon ganz früh heute Morgen angefangen. Bitte runter.
Margareta will heute Tunbröd backen. Zu Deutsch Dünnbrot. Tunbröd ist eine Vorstufe des Knäckebrots und eine Spezialität hier in Dorlana. Der Teig wird aus Kartoffeln, Weizen und Roggenmehl hergestellt und ganz dünn ausgerollt. Traditionell wird vor allem im Frühjahr und im Herbst Tunbröd gebacken. Im Frühjahr benutzt man die alten Kartoffeln von der letzten Ernte. Im Herbst nimmt man die neuen Kartoffeln, die allerdings schon einige Zeit gelagert worden sein müssen. Denn sie dürfen nicht so viel Wasser enthalten. Ein Sprichwort besagt, dass das Tunbröd nur gelingt, wenn es bei zunehmendem Mond gebacken wird. Diese Backstube ist sehr beliebt, besonders jetzt vor Midsommar. Manchmal passiert es, dass alle am selben Tag backen wollen. Deshalb muss man sich in den Kalender eintragen. Meistens können wir uns aber einigen und tauschen auch schon mal eine Backzeit. Alles soll ja vor Midsommar fertig sein. Es dauert 2 bis 3 Minuten, bis die dünnen Fladen fertig gebacken sind. Für das Feuer ist Kiefernholz am besten geeignet, da es kaum Funken macht. Außerdem gibt es davon reichlich in Dorlana. Tunbröd kann hart oder weich gebacken werden. Das weiche Brot muss entweder am selben Tag gegessen oder eingefroren werden. Es hält sich nur kurze Zeit, da es keine Konservierungsstoffe enthält. Das harte Brot wird getrocknet und ist dadurch länger haltbar. An einem Tag werden bis zu 120 Brote gebacken. Soll ich die Tannen absägen? Nein. Du müsstest hier aber eigentlich lichten. Lars und Erik wollen den Waldpfad dort anlegen, wo er sowieso abgeholzt werden muss. Mach mal die Rinde ab. Da waren die Elche dran. Da müssen wir wohl den Traktor holen. Willst du hier etwas auslichten? Ja, ich lichte hier mal etwas aus. In Dorlana dreht sich alles ums Holz. Die Hälfte des Landes besteht nur aus Wäldern. Früher lebte nahezu jeder Mann in dieser Region vom Wald. Doch dann kam die Skogsmaschine, die Waldmaschine, die es locker mit 120 Waldarbeitern aufnimmt. Und so kommt es, dass in Schweden, einem der größten Holzproduzenten der Welt, heute nur noch wenige Menschen von der Waldarbeit leben können. Nach 1,5 Stunden Fahrt ist Anna auf der Familienalm angekommen. Hey! Hey, Anna! Habt ihr es endlich geschafft? Ja, endlich sind wir da. Hey! Annas Vater Johnny ist schon seit ein paar Tagen hier. Er hat die Hütten vorbereitet und nach den Tieren gesehen, die sie schon hierher transportiert haben. Seit ihrer frühesten Kindheit verbringt Anna die Sommer auf der Alm. Bis heute genießt sie das einfache Leben hier oben und möchte, dass es ihren Kindern genauso geht. Zum Mittagessen gibt es Kolbotten, eine Art Pfannkuchen. Als erstes muss fetter Speck knusprig gebraten werden. Kolbotten ist ein einfaches Gericht, das sich schnell im Slugboot zubereiten lässt. Früher hat man so ein Slugboot zum Heuschlagen benutzt. Deshalb heißt es auch Slugboot, Schlaghütte. Man übernachtete darin, weil der Nachhauseweg abends nach der Arbeit zu weit war. Dort hat man geschlafen und hier hat man ein Feuer gemacht, um sich gegen wilde Tiere wie Wölfe und Bären zu schützen. Und natürlich gegen Mücken. Heute benutzen wir ihn nicht mehr zum Schlafen. Aber wir grillen und sitzen hier gemütlich zusammen. Zur Zubereitung der Kolbotten benötigt man eine spezielle Pfanne, die nur in Särna von einem Schmied gefertigt wird. Sie wird mit einer Speckschwarte eingefettet. Der Teig, der aus Mehl, Eiern, Milch und Wasser besteht, wird hauchdünn in der Pfanne verteilt und aufs Feuer gestellt. Das ist gar nicht so einfach. Johnny ist Spezialist für die Zubereitung von Kolbotten. Der Teig muss mit Ober- und Unterhitze gebacken werden. Dabei brennt er leicht an.